Hallo, liebe Geschicher-Freunde, wir beide stellen euch heute einen neuen Tabak vor uns. Warum wir meinen Amy Snowbreeze, der unten auf dem Boden steht, mit einem Kaminkopf und einem ganz normalen Tonkopf. Und wir haben heute mal eine neue Tabaksorte, die es, glaube ich, noch nicht so lange gibt. Und zwar haben wir heute Argelini. So sieht das Ganze aus. Sagen, kommt auf jeden Fall eine sehr geile Verpackung, die ich oben natürlich schon zerruppt habe beim Aufmachen. Und wir haben heute den Geschmack Ananas, also Pineapple. Und dachte mir, den kannst du ja mal mitnehmen. Pineapple hört sich gut an, hört sich schon fruchtig an. Und ja, den stelle ich euch heute vor. Wir machen das Ganze einfach mal auf. Ich muss sagen, das ist wie diese türkischen Teile, wie heißen die, in der Matroschka, glaube ich. Du klappst hier einmal auf, das, die Pappe. Dann hast du erstmal eine Metalldose. Ich muss sagen, das Design ist richtig gut. Das gefällt mir, also es richtig, spricht mich richtig an. Eine Metalldose ist immer edel, vor allen Dingen auch mit der goldenen Aufschrift, mit dem Logo, was ein bisschen 3D-mäßig kommt, also wenn du so rüberfühlst. Ich weiß klar nicht, ich glaube, es ist wie ein Relief, nennt man das. Und die sieht richtig schön aus, die Dose. Ich mache euch auf jeden Fall mal ein paar Fotos von. Sieht richtig hammer aus. So, dann machst du die russische mal draus, hören natürlich weiter auf. Zack. So, dann ist hier oben so ein halben Deckel, so ein Verschlussdeckel. Den kriege ich ohne Nägel natürlich nicht auf. Ich mal kurz hier den Hooker-Squeezy-Stab. Na, sollte schon reichen. Zack. Das Ding ab, den Zwischenmetalldeckel. Und dann hast du schon mal eine Tüte, dann geht die Matroschka weiter auf. Dann hast du hier eine leere Dose. Dann hast du eine Tüte, die ist oben auch nochmal zugemacht, da ich ihn aber schon geraucht habe mal und der jetzt auch in der Ding schon drin ist im Kopf. Die Tüte weg und hier am Ende ist der Tabak drin. Also ja, ist ganz schön eine Fummelei, sagen wir mal, aber sehr schön, weil so hält der Tabak natürlich sehr frisch und immer sehr feucht. Also musst du nichts umpacken oder so. Sehr schön. So, wir haben hier, sagen wir mal, einen gröberen Schnitt auf jeden Fall. Also manchmal sind gröbere Stücke drin, manchmal sind kleinere Stücke drin. Ist ganz okay der Schnitt, aber halt, ich finde, hier hast du wieder so eine typische Moorpackung. Es ist feucht wie Sau. Ich verstehe nicht, wie die denn manche so feucht sind, manche so trocken. Es ist wirklich feucht wie Sau und vom Geruch. Ja, es riecht halt wie eine Ananas, ne? Es gibt halt diese frischen Ananas, wenn du eine frische Ananas beißt, so riecht er so in eine Richtung, aber er riecht auch so ein bisschen künstlich, wie so eine künstliche Ananas. Ich weiß nicht, wie so ein Ananassaft oder wie, genau. Von Goldbeeren gibt es doch diese Tutti Frutti mit diesem bunten Vogel da und da sind da auch Sachen drin, die nach Ananas schmecken und genau danach riecht es. Genau, also es riecht original danach und die schmecken mit am geilsten. Ich weiß gar nicht, ob es die weißen sind, ich glaube eher so eine weißen Palmen. Ey, die riechen so, also es riecht so gut, muss ich sagen. Hammer. Also es ist wirklich der Hammer. Ich wende euch mal so ein Tutti Frutti Dings ein, ich glaube so heißen die. Wenn ich euch meine, damit ihr wisst, was ich meine. Aber vom Geruch der Wahnsinn, wirklich. Also richtig schön frisch, richtig schön fruchtig, der Wahnsinn. So, dann machst du das hier wieder zusammen, ohne dass das hier ausläuft. Füllst wieder die Matroschka. Und das Gute ist, man muss hier nicht schrauben wie bei so einer Matroschka, ne? So, jetzt haben wir erstmal eine Weile über den Tabak, über die Packung geredet, schon länger als alle Videos zusammen. Wir gehen mal auf den Geschmack ein, beziehungsweise auf den Rauch. Sehr schön dicht darauf, wirklich super schön dicht, raucht perfekt und vom Geschmack. Schmeckt er mehr nach dieser künstlichen, also nach dieser künstlichen Haribo-Note, wie diese Haribo-Teile. Mehr künstlich, aber auch so, also beim Ziehen hast du so einen frischen Geschmack, wie die frische Ananas so ist. Und so im Nachgeschmack schmeckt er halt so ein bisschen künstlich, was aber nicht falsch schmeckt, also es schmeckt überhaupt nicht falsch. Aber er ist gerade so richtig leicht, also ich verstehe nicht. Das schmeckt so wie, du brauchst halt so neutralen Tabak und hast halt so ein bisschen Geschmack drin. Das verstehe ich gerade etwas nicht. Ich drehe mal hier die Kohlen kurz. Alle mal so ein Viertel rum. Ja, jetzt ist er wieder ein bisschen intensiver. Der hat auf jeden Fall so eine schöne, frische Note. Diese künstliche Haribo-Note hat er, das schmeckt richtig gut, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, das ist ein perfekter Tabak zum Mischen. Also es ist jetzt kein Aber,
sondern eher so ein, und es ist ein perfekter Tabak zum Mischen. Also kannst du wirklich normal so alleine rauchen, ohne irgendwas reingemischt. So im Sommer kann ich mir den gut vorstellen. Ey, meine Hände fühlen sich wie Molasse an. Ich habe Molassenhände gerade. Es ist ein perfekt sommerlicher Tabak. Also schön frisch auf jeden Fall. Und jetzt so eine ganz leicht beißende, also vielleicht so eine ganz leicht beißende, starke Note drin, so eine ganz leichte. Die kommt halt wahrscheinlich, also eine ganz leicht starke, künstliche Note, die halt wirklich nicht so schlimm ist. Also schmeckt halt wie diese Haribos, ne? Also danach schmeckt diese Note. Wo ich eigentlich wirklich sagen kann, mit dem Tabak kannst du echt nichts falsch machen. Also wer Ananas mag, dem wird der Tabak auf jeden Fall schmecken. Man kriegt keine Pickel auf der Zunge, so wie wenn man eine frische Ananas beißt. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Kaufempfehlung ja oder nein? Ja, kann man geben. Kann man wirklich geben, ist schön fruchtig, ist ein schöner Einzeltabak, ohne irgendwelche Minze oder so reingemischt. Schmeckt wirklich super gut. Und da kann ich wirklich nicht meckern. Also 1A, ne? Ihr seht ja, ich ziehe die ganze Zeit, einfach weil er mir schmeckt. Schmeckt wirklich super. Vom Preislichen haben wir hier keine 200 Gramm, wir haben ja 250 Gramm. Ihr habt gesehen, das ist ein bisschen mehr. 250 Gramm für, hier steht es nicht dran, 250 Gramm für 19,50 Euro. Ich muss das mal kurz rechnen. Einen Moment. So, Freunde, einmal kurz ausgerechnet. 15,60 Euro ungefähr. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, wenn doch 15,60 Euro sind es. Würden 200 Gramm kosten. Also, es gibt es halt nur in der 250 Gramm Variante. Kenne ich es halt nur 15,60 Euro. Habe ich gerade ausgerechnet. Ist halt wirklich voll okay, der Preis. Kann man nicht meckern, also so würde er für 200 Gramm kosten und da sind 19,50 natürlich voll im Preissegment mit drin. Das ist jetzt nicht so, dass 250 Gramm gleich 30 Euro kosten, das wäre wieder viel zu viel. Aber so wirklich Top-Preis, also kannst du wirklich nicht meckern. Also von mir gibt es wirklich, wie gesagt, eine klare Kaufempfehlung für alle, vor allem die was Frisches wollen, was Fruchtiges wollte ich sagen, was Fruchtiges wollen. Und halt diese auch diese Haribo Tutti Frutti mit Ananas mögen, perfekt für die Freunde, also perfekt für euch, ne? Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Shisha-Video wieder. Checkt die Links da oben und in der Beschreibung und wir sehen uns im nächsten Shisha-Video wieder. Ich wünsche guten Rauch, meine Freunde. Jetzt lasse ich mir aber viel Zeit zum Ziehen, ey.